Herzlich willkommen in Finches Welt. Ich begrüße euch recht herzlich im neuen Jahr 2016. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Wir starten dieses Jahr standesgemäß, so wie ich das eigentlich jedes Jahr tue, mit einem kleinen Info-Ankündigungsvideo. Kennt man ja schon, mache ich irgendwie jedes Jahr am Anfang. Es gibt nämlich einige Sachen, die ich euch mal erzählen möchte, was auf euch im Jahre 2016 zukommt, was auf mich auch im Jahre 2016 zukommt, sei es videotechnisch, YouTube-technisch, spieletechnisch. Und wir fangen erstmal an mit dem, was auf euch zukommt. Nämlich, ich habe mit meinem Kanal ein bisschen was vor in diesem Jahr. Ich habe mir in letzter Zeit nämlich sehr viele Gedanken gemacht, wie es hier weitergeht. Ich höre nicht auf, keine Panik. Denn diesen Satz habe ich jetzt schon von einigen Leuten gehört. Ich habe mir überlegt, wie es hier weitergehen soll. Ich habe richtig Bock auf YouTube. Ich habe richtig Bock auf Videos machen. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, oder nicht? Aber ich habe mir in letzter Zeit sehr oft Gedanken darüber gemacht, was ich hier mit diesem Kanal oder was ich hier auf meinem Kanal wirklich machen möchte. Ob das noch das, was ich momentan tue, ob es das ist, was ich hier machen möchte. Und ob ich damit halt noch zufrieden bin, ob ich das gerne mache. Generell muss ich sagen, ich mache das gerne. Sonst würde ich es ja, hätte ich schon längst aufgehört. Aber das letzte Jahr hat mir einfach gezeigt, dass ich ein bisschen was ändern werde. Wir haben vor gut einem Jahr das Nerdiversum gegründet. Der Uschi und der Ponub und ich. Und mittlerweile sind ja noch Basti, der Animatiker und der Seppi dazugekommen, auch wenn die jetzt videotechnisch nicht so viel gemacht haben letzte Zeit. Aber auf jeden Fall, wir fünf haben oder betreiben ja noch neben unseren Hauptkanälen den Nerdiversum-Kanal, in dem wir einfach stumpf, in Anführungszeichen, Let's Plays machen. Ganz am Anfang wirklich stumpf, einfach Gameplay, Stimme, fertig. Mittlerweile sind wir alle dazu übergegangen, das Ganze mit Facecam zu machen. Wir haben da richtig Spaß dran. Ich glaube sogar der Pro-Noob, der Kevin, der hatte, zwischendurch hat er mal gedacht, also so kam es zumindest mir immer vor, dass er dann nicht so immer Lust hatte, das so weiterzuziehen, weil er sich auch verpflichtet fühlte, wirklich dann montags das Video rauszuhauen und momentan ja sogar montags und donnerstags. Und ich hatte gedacht, auf halber Strecke hört er irgendwie auf. Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass auch er wirklich da Spaß dran hat mittlerweile und sieht er die Herausforderung drin, Spiele einfach für sich nachzuholen, die er nie gespielt hat, wie jetzt zum Beispiel The Legend of Zelda für Super Nintendo. Und dann haben wir letztens darüber gesprochen, warum wir eigentlich nicht schon eher Let's Plays gemacht haben. Das kann ich sogar erklären. Wir konnten es dann zusammen erläutern, warum das so ist, denn als ich angefangen habe vor über 4 Jahren mit YouTube, habe ich halt so erstmal die Fühler ausgestreckt in die Community, was ist so angesagt, was ist nicht angesagt, was ist cool, was ist verpönt und keine Ahnung. Und da war der allgemeine Tonus, die letzten Jahre, ist auch bei vielen heute noch so, dass Let's Plays Kacke sind. Let's Plays wäre niederer Content, so kam es oft rüber. Let's Plays sind ein Nebenprodukt, was man vielleicht auf einem Zweitkanal machen kann, aber das ist nichts, was man so macht bei uns in der Community. Und deswegen haben wir nie Let's Plays gemacht. Ich zumindest nicht. Und ich glaube, meine Jungs vom Universum auch nicht. Weil die halt alle irgendwie gedacht haben, nee, das ist irgendwie doof, das macht keiner, die anderen finden das alle kacke, machst du auch nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das mittlerweile vollkommen egal ist, was die anderen denken. Nicht falsch verstehen, ich mag euch alle. Aber mir ist es egal, was von außen gesagt wird. Ich mache auf diesem Kanal hier das, worauf ich Bock habe. Das habe ich schon immer getan und das predige ich auch immer den anderen Leuten. Wenn zum Beispiel der Kevin bei Facebook wieder mal fragt, was möchtet ihr von mir sehen? Sucht euch hier doch mal was aus. Dann bekommt er die Antwort. Das hat er selbst zum Glück selbst festgestellt, letztens zum Glück. Er bekommt immer Antworten, meistens die gleichen Antworten oder dieselben. Und er konnte das super machen. Und ich mache das aber nicht. Ich sage immer, mach das, worauf du Bock hast. Das ist natürlich eine leichte Aussage. Hat die Zimi letztens gut gesagt. Das ist so dieses allgemeine Ding, was jeder immer sagt, mach das, worauf du Bock hast. Aber es ist tatsächlich so. Ich mache das hier bei mir, worauf ich Bock habe. Deswegen, jetzt habe ich lange wieder gelabert. Ich werde, wie gesagt, auch auf diesem Kanal hier Let's Plays machen. Jetzt bitte nicht sofort abschalten und wegrennen. Oder deabonnieren. Hört mir erstmal zu, denn es ändert sich im Grunde nicht allzu viel. Ich habe viele verschiedene Videoarten und Kategorien, die ich weiterhin so betreiben werde. Dieses ganze Kategorien-Ding, das gibt es nicht mehr. Es gibt nicht mehr. Früher, ich habe angefangen, da war es Finchys Sammlung, Finchys Topliste, Finchy zeigt, Finchy bastelt mit den Lego-Dingern ganz am Anfang noch. Finchy macht dies, Finchy spielt sich an der Nudel rum, Finchy, keine Ahnung. Und diese ganzen Kategorien gibt es einfach nicht mehr.
ich mache zwar weiterhin diese Videos, aber packe sie nicht mehr blöd in diese Kategorien. Wenn ich ein Sammlungsvideo mache, dann heißt das Ding einfach, keine Ahnung, Nintendo 3DS-Spiele-Sammlung Finchys Welt. Bums. Und diese ganzen Kategorien, die ganzen Videos bleiben einfach so bestehen. Das heißt, Sammlungsvideos wird es weiterhin geben, Toplisten wird es weiterhin geben. Ich habe richtig Bock auf Toplisten, muss ich sagen. Es wird weiterhin Snackchecks geben. Wenn auch ein bisschen abgeändert, weil ich in letzter Zeit einfach jeden Mist probiert und vorgestellt habe. Das werde ich nicht mehr tun. Ich werde wirklich nur noch außergewöhnliche Sachen und vielleicht auch eklige Sachen, scharfe Sachen, saure Sachen, solche Sachen einfach, die werde ich für Snackchecken. Und das wird halt dann nicht mehr, es gab eine Zeit, da habe ich im Wochentakt einen Snackcheck gemacht. Gibt es nicht mehr, nur noch wirklich besondere Sachen. Diese ganzen Videos aber, die bleiben erhalten, so wie sie sind. Und ich habe sogar vor, ich habe, das merkt ihr wahrscheinlich selber, auch ein bisschen an der Qualität noch geschraubt die letzte Zeit. Wobei ich sagen muss, dass mein Top 10 Video der Spiele 2015, das war mit einer anderen Kamera gemacht, die nicht mir gehört, das war nur eine Ausnahme. Sonst müsst ihr mit diesem Camcorder Vorlieb nehmen, das wird aber auch vollkommen ausreichen, behaupte ich mal so. Aber ich habe, wie gesagt, mir vorgenommen, diese Videos alle noch ein bisschen besser zu machen. Und zusätzlich, das Einzige, was wirklich wegfällt, sind die Finchy zeigt Videos. Weil, das tat mir auch vielmehr nicht leicht, weil Finchy zeigt ist so die allererste Kategorie gewesen, die ich machen wollte, die ich gemacht habe. Das war halt so der erste Gedanke. Ich wollte einfach Spiele vorstellen. Ich habe aber jetzt, wie gesagt, gemerkt, dass ich Spiele vorstellen in dem Sinne von Reviews oder dass ich eine objektive Meinung zu wiedergebe, das kann ich einfach nicht gut. Das will ich auch gar nicht machen. Ich möchte einfach Spiele spielen, euch das präsentieren, meinen unqualifizierten, aber leidenschaftlichen Kommentar dazu abgeben. Und das sind im Grunde Let's Plays. Das heißt, diese Kategorie, Finchy zeigt euch was, wo ich meine Spiele vorstelle, wird einfach wegfallen. Ich meine, diese Kategorien werde ich eh nicht mehr so benennen, aber dieses Ding wird komplett wegfallen und wird durch Let's Plays ersetzt. Fertig. Let's Plays aber, Achtung, ich werde, weil ich möchte das Nerdiversum ja nicht verlassen oder das Ganze die Jungs da im Stich lassen, ich werde weiterhin da auch ein Video die Woche hochladen. Das werde ich aber ein bisschen ändern. Ich werde nämlich auf diesem Kanal, auf meinem Hauptkanal hier, nur aktuelle Titel Let's Playen, sprich Current Gen. Das muss jetzt nicht ein Titel sein, der jetzt morgen rauskommt, dass ich ihn anfange. Das kann auch ein Titel sein, der von mir aus letztes Jahr rausgekommen ist, also 2014, aber es muss halt PlayStation 4 sein. PlayStation 4, ganz einfach. Ich habe keine Xbox One, deswegen nur PS4 und ein PC. Da gibt's nicht allzu viele Sachen, die ich spielen kann und möchte. Deswegen die PlayStation 4 ist halt meine Hauptplattform. Oder halt Wii U meinetwegen auch noch. Das sind einfach die beiden. Wii U und PlayStation 4 sind die Konsolen, von denen ich Let's Plays auf diesem Kanal hier machen werde. Und alles, was älter als das ist, sprich PlayStation 1, 2, 3, NES, Super Nintendo, GameCube, N64, Wii, diese ganzen Sachen bleiben beim Nerdiversum. Ich werde mir dann irgendwie ein schönes Retro-Spiel aussuchen, wahrscheinlich noch demnächst Secret of Mana erstmal zu Ende geführt im Nerdiversum und werde dann da weiterhin mein ein Video die Woche hochladen, das reicht, da sind mal genug Leute, dass wir viel Content raushauen können. Und alles, was aktuell ist, wird einfach auf diesem Kanal hier verlegt. Oder? Ist ja im Grunde nichts anderes wie meine Finchy zeigt euch was. Das Ganze wird so bleiben, wie ihr es jetzt hier kennt, mit einem Greenscreen, das werde ich auch noch ein bisschen verbessern. Ich habe momentan hier ja mein Tuch so komisch gespannt, habt ihr ja gesehen. Ich werde die Wand noch grün anmalen, damit das noch ein bisschen besser und einfacher für mich wird. Warum nicht? Es kann natürlich auch einfach mal sein, es muss ja kein Let's Play sein, was wirklich dann zu Ende geführt wird. Ein Let's Play kann ja auch einfach mal, können ja ein, zwei Sessions zu einem Spiel sein. Ich werde mit Sicherheit sehr viele Spiele mal kurz anspielen, wenn ich sie zum ersten Mal spiele. Und das Ganze einfach aufnehmen, ein paar Parts und dann einfach wieder aufhören, so als angespielt mehr oder weniger. Ist ja aber auch im Grunde ein Let's Play. Und es wird auch Spiele geben, die ich einfach komplett durchziehe, weil ich da Bock drauf habe. Ja, so, erstmal das. Wie gesagt, das ist jetzt sehr viel Info gewesen. Im Grunde ändert sich aber gar nichts für euch. Oder gar nicht viel, es wird einfach nur mehr Videos von mir geben und Finchy zeigt, wird ersetzt durch Let's Plays und Sessions. Fertig. So, wenn euch das Ganze dann zu viel werden sollte, weil ich werde jetzt nicht jeden Tag ein Video hochladen oder dann um 14 Uhr das und um 16 Uhr das, wie manche das machen, das schaffe ich gar nicht. Aber ich werde natürlich trotzdem mehr Videos hochladen. Ich habe das erste Let's Play schon angefangen, da habe ich schon die ersten, ich glaube 8 Parts habe ich schon fertig. Die sind schon geplant hochgeladen, die werden dann immer mittwochs und samstags kommen, um 18 Uhr.
Wenn ich natürlich ein zweites Spiel starten sollte, kommt das dann meinetwegen montags und freitags oder donnerstags und zwischendurch auch noch meine ganzen anderen Videos, die ich so mache. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde, wie ich das alles handhaben werde. Mal sehen. Ja, wie gesagt, lasst euch einfach mal überraschen. Und wenn das Ganze wirklich zu viel werden sollte, weil ich weiß ja, viele mögen das nicht, wenn die Abo-Box so weggespammt wird. Ist auch der Grund gewesen, warum ich jetzt Frank Sirius deabonniert habe. Der hat ja teilweise da 6 Videos am Tag rausgehauen. Das war mir einfach zu viel. Die gucke ich eh nicht. Puh, tschüss. Schade, weil ich ihm eigentlich immer sehr gerne zugeguckt habe. Aber ich kann ja auch immer noch so auf seinen Kanal gehen und mal reingucken. Wie auch immer. Bleibt einfach mal dabei, guckt es euch an. Wem es dann am Ende doch wirklich nicht gefällt und er sagt, nee, das ist nicht mehr meins, dann müsst ihr halt dann tatsächlich deabonnieren. Das ist ja aber, wie gesagt, ich kann damit leben und ihr dann wahrscheinlich auch. Deswegen, natürlich freut es mich, wenn ihr dabei bleibt, ganz klar, und euch das Ganze mal anguckt und mir eure Meinung dazu bitte unten in die Kommentare schreibt. Macht das einfach mal. Dann kann ich ja sehen, wie das erste Feedback von euch so ist. Was wollte ich noch dazu sagen? Da war noch irgendwas, was ich eben im Kopf hatte, was ich sagen wollte. Ja, ansonsten guckt halt einfach wirklich nur das, was euch interessiert. Machen ja sowieso viele. Manche gucken nur Snackchecks, manche gucken nur meine Vlogs, manche gucken nur meinen Monatsrückblick. Ist ja vollkommen euch überlassen. Mache ich ja genauso. Ich habe auch Let's Player abonniert, die ich nie gucke. Es sei denn, sie machen da mal einen Vlog oder eine Top-Liste, dann gucke ich natürlich gerne rein. Ja. Versuchen wir einfach mal so, oder nicht? Dann, was wollte ich noch zu sagen? Ja, im Grunde war es das, glaube ich. Falls mir jetzt zwischendurch noch einfällt, dann werde ich es noch irgendwie hinten dran klemmen oder so. Ja. Achso, im Universum wird natürlich, da bin ich ja momentan dabei, Game of Thrones und Super Mario Maker noch zu Let's Playen. Super Mario Maker werde ich noch einen Part aufnehmen, das habe ich noch 2 Leuten versprochen, das mache ich noch und danach werde ich das beenden. Und Game of Thrones werde ich da auf diesem Kanal noch zu Ende führen, bevor ich dann mit irgendwas Retro-mäßigem da weitermache. Ja. Ich habe immer die Lippen noch ein bisschen kaputt, deswegen mache ich die ganze Zeit. Naja. Wie auch immer. Ja. Das war das so viel zum Thema, was sich an meinem Kanal ändern wird und was so bleibt und wie es hier so weitergeht. Ich werde selber noch sehen, wie das Ganze fu später funktioniert. Ich hatte jetzt Urlaub und da ist man ja immer sehr motiviert und macht viel und denkt sich, boah, das kannst du auch locker weitermachen. Wird sich alles zeigen. Kann natürlich sein, dass das irgendwann wieder ein bisschen zurückgefahren wird. Mal gucken. Auf jeden Fall, wenn ihr da Bock drauf habt, empfehlt den ganzen Krempel hier weiter. Das kennt ihr ja, das Ganze. Ja, das ist nämlich schon das nächste Thema, wo ich mal kurz drauf zu sprechen kommen Dings wollte. Wie ihr uns YouTuber richtig supporten könnt. Denn ich glaube, manche sind gar nicht, ich glaube, viele Leute wollen uns unterstützen. Ich meine, natürlich ist es schon super, dass ihr die Videos guckt, Daumen hoch gebt, kommentiert und so, das ist wirklich eine coole Sache. Und mit unterstützen meine ich jetzt nicht irgendwelches Geld spenden oder Werbung anklicken oder so eine Kacke, das ist mir vollkommen Wurst. Ich meine damit einfach, wie ihr uns helfen könnt. Ja, das hört sich ja so an, als ob ich hier mega YouTuber werden möchte. Natürlich, jeder freut sich, wenn er mehr Abonnenten bekommt und mehr Zuschauer und was weiß ich. Deswegen, viele fragen ja auch schon mal, wie kann man euch denn unterstützen, was kann man denn tun? Natürlich ist es erstmal super, wenn ihr Daumen hoch gebt oder kommentiert. Aber diese ganzen Sachen, die freuen mich, wenn ich sehe, wie jetzt mein Top 10 Spiele 2015 hat am ersten Tag über 50 Daumen nach oben bekommen. Super, das ist für mich persönlich ein super Feedback, bringt mir auf YouTube aber gar nichts. Weil die Daumen, die werden nicht gewertet. Es gibt ja diesen YouTube-Algorithmus, dass irgendwelche Videos irgendwann auf die Startseite kommen. Oder irgendwelche Kanäle. Das wird bei mir wahrscheinlich in dieser kleinen Menge an Abonnenten nie passieren, ist auch vollkommen egal. Aber was halt wirklich gewertet wird, ist, wie lange ihr die Videos guckt. Ich meine, ich weiß, dass ich immer sehr lange Videos mache und dass viele sich die dann nicht komplett angucken, sondern immer so durchswitchen oder sich das so stückelweise anhören. Da mal 10 Minuten, da mal 20 Minuten und dann nochmal 5 am Ende. Was uns aber wirklich hilft, ist, wie gesagt, wenn ihr die komplett guckt und durchlaufen lasst. Das ist, glaube ich, so das Beste, was man machen kann. Und was auch immer noch sehr, sehr viel bringt, ich meine mittlerweile so Leute, die mich schon lange gucken, die meine Videos schon mal teilen, Freunde von denen gucken uns wahrscheinlich auch schon. Deswegen ist das dann nicht mehr so mega interessant. Aber es gibt viele Leute, die gucken die Videos
Und das war's dann. Ihr könnt die auch teilen. Das ist natürlich das Optimalste, was man machen kann, wenn ihr eine Facebook-Seite habt oder bei Twitter oder sonst wo. Teilt diesen ganzen Krempel. Wie gesagt, das ist keine Bettelei, dass ihr das tun sollt. Ich möchte das nur mal ansprechen, weil viele, glaube ich, gar nicht genau wissen, wie sie uns supporten können. Oder was das Beste ist. Ich gebe auch gerne einen Daumen nach oben. Das mache ich bei den ganzen YouTube-Kollegen von mir instant. Wenn ich ein Video starte, Daumen nach oben und dann gucke ich. Und was auch wichtig ist, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr das Video startet, gebt einen Daumen nach oben und schließt das wieder, wird dieser Daumen nicht gewertet. Das ist das Nächste. Naja, so, ich wollte das halt nur mal kurz loswerden. Also wie gesagt, teilen und das Video komplett gucken oder halt durchlaufen lassen oder möglichst lange gucken, das sind die Sachen, die am meisten bringen für YouTube. Für mich als persönliches Feedback sind natürlich neben den Daumen, die sind, da sehe ich einfach nur, okay, das Video hat den Leuten gefallen. Was mir persönlich am meisten bringt, sind Kommentare. Damit weiß ich, okay, die Leute schreiben das und das, die schreiben auch oft genug Leute, das gefiel mir jetzt nicht so, das kann ich nicht verstehen. Das sind die besten Kommentare, wenn jemand sagt, was gut war und was nicht gut war. Das freut mich immer sehr und da kann ich am meisten mit tun, für mich persönlich. So, davon, das reicht aber auch schon. Ich wollte das nochmal ganz kurz, das fiel mir gerade so spontan ein, deswegen musste ich das loswerden. Dann möchte ich noch kurz was hier lesen am Handy. Den passt die eben schreiben. So, ich wollte nämlich mal kurz mit euch besprechen, was für Spiele im Jahre 2016 mich interessieren, die ich schon vorbestellt habe. Das sind wahrscheinlich noch einige mehr, wo ich aber jetzt aktuell gar nicht weiß, was alles kommt und wann die alle kommen. Aber ich habe mal so wenn ihr was quietschen hört, dann ist das meine Asiletten, die ich anhab, die auf dem Boden hier quietschen. Ich habe hier mal mein Amazon-Dings geöffnet auf dem Handy und mal alle Sachen, die ich momentan vorbestellt habe, habe ich jetzt hier mal gefiltert und da gehen wir mal gerade eben durch. Das ist jetzt nicht die Reihenfolge, wie sie erscheinen, sondern einfach die rückwärts, wie ich sie mal vorbestellt habe. Und da gucken wir einfach mal durch und dann sage ich euch mal eben, was mich so 2016 interessiert, was ich mir definitiv kaufen werde und wo ich noch abwarten werde. Denn vorbestellen ist immer gut, kann man aber dann trotzdem 2 Tage vorher noch stornieren, wenn man es dann doch nicht möchte. Das erste, was hier drin steht, ist Street Fighter 5. Street Fighter 5 werde ich mir auf jeden Fall holen. Ich warte nur ab, was es zu Release kostet. Denn 70 Euro, wie es momentan noch gelistet ist bei Amazon, werde ich nicht dafür ausgeben. Aber ich werde es mir definitiv holen, allein schon, weil ich gerne Street Fighter mag. Ich spiele auch schon mal gerne Beat'em Up. Vor allen Dingen ist das was, weil ich auch mal gegen Freunde hier spielen kann, die jetzt nicht immer Videospiele spielen. Na, so ein Street Fighter oder was auch immer ist einfach auch mal, da können die Button-Mashing machen und funktioniert ja auch oft ganz gut. Deswegen Street Fighter 5 werde ich mir wahrscheinlich holen, weil Tekken 7 oder was, wie das dann heißt, das dauert ja noch ein bisschen. Das ist ja noch nicht mal angekündigt oder ist noch nicht mal ein Termin oder was für da, wenn es überhaupt schon angekündigt ist, ich glaube gar nicht. Und Mortal Kombat 10, was ich ja auch hier habe, ist ein gutes Beat'em Up, aber erstens komme ich mit der Mortal Kombat mit dem Gameplay nicht so ganz hin und es ist einfach kein Spiel, was ich jetzt zum Beispiel mit meiner Frau spielen würde, die ich mich schon mal ganz gerne bei Tekken vermöbel. Oder mit Freunden, wenn die nachher kommen. Weil Mortal Kombat, da muss man wirklich schon üben, dass man da gut was reißen kann. Sonst haut man wirklich einfach nur blöd durch die Gegend. Und deswegen Street Fighter werde ich mir auf jeden Fall holen. Und ich hoffe, dass der Uschi, der Gamechecker, sich das für die PS4 holen wird und nicht für die One oder irgendwie sowas. Damit wir das auch mal hier und da online spielen können. Auch wenn wir Mortal Kombat 10 nur ein bisschen gespielt haben, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, wenn wir es gemacht haben. So, das nächste, ich möchte ja nicht zu jedem Spiel jetzt 10 Minuten labern, ist eins von Blizzard, was dieses Jahr rauskommt, nämlich Overwatch. Overwatch wird wohl irgendwie ein Shooter, ich habe mich ja noch gar nicht informiert, das ist Blizzard, ich habe es einfach vorbestellt. Und das Interessante ist, sie bringen zum ersten Mal, bringt Blizzard das Spiel nicht erstmal exklusiv für den PC und später auf die Konsolen, so wie das bisher meistens der Fall war. Sondern bringt es direkt für alle Plattformen irgendwie raus. Und ich habe es mir dann vorbestellt für die... Was ist das Geräusch? Momentan vorbestellt für die PS4. Ich vermute aber mal, weil der ProNoob und alle anderen, die oder vor allen Dingen der ProNoob, wird sich das hundertprozentig für den PC holen. Und es wäre ja dann sinnvoll, weil das ja ein Online-Shooter, glaube ich, ist, dass ich mir das auch für den PC hole, damit ich halt mit ihnen das zusammenspielen kann. Mal sehen, ob es bei mir am PC dann überhaupt läuft. Aber ich vermute schon, Blizzard hat eigentlich nie so mega hohe Systemanforderungen. Werden wir aber sehen. Overwatch, kann ich noch nicht viel zu sagen, werde ich mir bestimmt holen. Kommt aber auch darauf an, was zu dem Zeitpunkt, wenn es rauskommt, das kommt nämlich raus am 30. Juni, ist noch ein halbes Jahr hin. Von daher, mal sehen. Street Fighter 5 kommt übrigens am 16. Februar.
Dann das nächste, was ich hier in meiner Liste habe. Da werden jetzt einige fragen, warum? Du hast doch das andere und das erste, das den Vorgänger noch nicht mal durch oder weitergespielt. Hat aber auch einen Grund, kann ich jetzt gleich erklären. Nämlich Dark Souls 3 kommt am, Moment, 12. April kommt das raus. Dark Souls 3 gibt ja auch die mega krassen Collectors- und Prestige-Versionen mit zwei Figuren und keine Ahnung. Spare ich mir aber diesmal. Ich werde mir Dark Souls 3 bestimmt holen. Das kommt aber auch drauf an, was davor und danach für Spiele kommen und sowas. Mal gucken. Denn ich hab Bock auf so ein Ding. Ich hab mir vor kurzem Lord of the Fallen. Wie heißt das? Lord of the Fallen? Steht auch da. Wo ist es? Ja. Lord of the Fallen. Da steht's. Das habe ich mir gekauft, weil es halt sehr günstig war und ich wollte das die ganze Zeit schon haben. Das werde ich demnächst irgendwie mal antesten oder so. Mal gucken. Vielleicht mache ich da ja auch ein paar kleine Videos zu. Aber Dark Souls 3 ist einfach halt Dark Souls, Demon Souls. Das ist einfach so die Urreihe davon. Aber ich habe mich bisher immer gesträubt, die alten Teile nochmal zu spielen, weil es einfach PS3 ist. Und ich habe momentan absolut keinen Bock auf die PS3. Wenn dann richtig Retro, das ist okay, aber PS3, ich habe da momentan keine Lust für. Und vor allen Dingen wird die bei uns oben im Wohnzimmer gebraucht als Amazon Prime Video Player und als Blu-ray Player. Und wenn ich die damit runternehme, dann es reicht mir schon, wenn ich die PS4 immer auf und abbauen muss. Ja, deswegen, momentan habe ich da einfach keine Lust so. Deswegen Dark Souls 3, mal sehen. Wenn ich da nichts anderes habe oder so, das sollte ziemlich schnell günstiger werden, dann werde ich mir das bestimmt zulegen. Wird es aber kein Let's Play zu geben. So, dann haben wir endlich mal wieder was am 26. Februar für den Nintendo 3DS. Was die 3DS, ich habe da eben geguckt, weil der Lord Avenger hatte bei Facebook gepostet, dass er mit dem 3DS irgendwie Bravely Default 14 Stunden gespielt hat im Jahr 2015. Das war's. Sonst hat er nicht, das war das meistgespielte Spiel. Der Rest alles nur so. Pff, ne? Dann habe ich gedacht, guck mal schnell nach bei mir, weil mein 3DS halt auch oben liegt. Habe ich mal schnell reingeguckt und ich habe tatsächlich Majora's Mask am meisten gespielt mit 2 Stunden oder so. Noch nicht mal, glaube ich. Das waren, glaube ich, noch weniger. Das war das meistgespielte Spiel mit dem 3DS im Jahr 2015 bei mir. Den habe ich komplett liegen lassen. Ich habe mir Anfang des Jahres den 3DS in der, den New 3DS in der Majora's Mask, ich gucke mal darüber, weil die Verpackung da steht, in der Majora's Mask-Version gekauft. Ja, und jetzt gammelt der da oben rum. Ich meine, mir war eh klar, dass ich den nur zum Sammeln kaufe und nicht wirklich, dass ich da, also ich hätte auch mit dem, ich hatte ja den 3DS XL, mit dem hätte ich auch weiterspielen können. Ich wollte aber das Ding zum Sammeln haben, deswegen. Aber das Ding liegt echt die ganze Zeit da rum. Ich habe den zwei, dreimal in der Hand gehabt, das war's. Ich habe ihn ein paar Mal angeguckt, okay, aber das war's dann auch wieder. Und deswegen bin ich froh, dass dann am, was habe ich jetzt gesagt, 26. Februar? Ja. Ja, bin ich froh, dass Nachschub kommt, nämlich Bravely Second Endlayer. Das ist, wird ein super Rollenspiel, glaube ich. Das würde ich mir auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit holen. Vielleicht erstmal warten, weil kurz davor kommt nämlich noch ein anderes Spiel raus. Oder ich hole mir das auch für den für oben, um es oben spielen zu können. Das ist eine gute Idee. Mal gucken, wie es kohletechnisch bis dahin aussieht. Nämlich am 23. Februar kommt dann ein Spiel, was ich mit Sicherheit Let's Playen werde, nämlich Far Cry Primal. Das ist nämlich ein Far Cry, was mich mega interessiert, weil es halt so ein bisschen diesen Turok-Flair von damals hatte, mit Dinosauriern und so einem Kram und Wildnis und sowas. Ich meine, gut, Far Cry ist halt immer Wildnis, darum geht es ja bei Far Cry, aber die letzten Far Cry 3 und auch 4, 4 habe ich ja auch gespielt eine ganze Weile. Aber das hört halt irgendwann einfach auf, weil es halt so ein typischer Shooter-Dings war. Und Shooter in der offenen Welt, weiß ich nicht, war nie so wirklich mein Ding. Habe ich dann irgendwann aufgehört. Und Far Cry Primal ist halt einfach, oh, mit Pfeil und Bogen, man kann diese Tiere zähmen und mit diesen Eingeborenen, diese Urzeitmenschen so ein bisschen, diesem Stamm, den man da als Story irgendwie hat. Finde ich mega interessant, das sieht verdammt gut aus, das werde ich mir auf jeden Fall holen und mit Sicherheit auch ein Let's Play zu machen. Mal gucken. Ja, das ist auf jeden Fall ein Muss. Dann kommen wir weiter. Dann kommt am 4. März ein Spiel, das ist ein Remake, nämlich Twilight Princess, The Legend of Zelda Twilight Princess HD Remake. Habe ich mir in dieser Limited Edition vorbestellt, mit Limited Edition hört sich immer so cool an, aber dabei ist da eigentlich nur eine Amiibo-Figur bei. Werde ich mir holen, weil Twilight Princess ein sehr cooles Zelda-Spiel ist, was ich damals auch wirklich komplett durchgespielt habe. Ich habe ja Zelda-Spiele nicht immer alle durchgespielt. Keine Ahnung, weil ich halt nicht so, es ist eigentlich kurios, ich liebe Zelda,
Aber ich mag die Dungeons nie. Total Banane. Naja, auf jeden Fall, das werde ich mir holen. Ob ich da das Let's Playen werde, weiß ich auch noch nicht. Entscheide ich immer spontan. Wenn das Spiel kommt und ich habe da Bock drauf und auch Zeit gerade in dem Moment, dann nehme ich es auf. Wenn nicht, dann halt nicht. Und wie gesagt, ich setze mir ja mit den Let's Plays auch keine, du musst das jetzt zu Ende bringen. Dann breche ich es halt irgendwann ab oder zeig halt wirklich nur so die ersten ein, zwei Stündchen und dann war's das. Mal gucken. So, dann geht's weiter. Nämlich, es kommen ein paar Spiele, wo noch keine, wo kein Release-Datum verfügbar ist. Nämlich Star Fox Zero, Final Fantasy VII Remake und was war noch? No Man's Sky und Horizon Zero Dawn und Doom. Und Final Fantasy 15. So, wir fangen oben nochmal an. Star Fox Zero, keine Ahnung, ob es jetzt überhaupt kommt, ob es dann dieses Jahr kommt, ob es nächstes Jahr kommt, ob es für die Wii U kommt, ob es für die NX kommt, keine Plan. Werde ich mir aber definitiv zulegen. Habe ich schon gesagt, dass meine Fresse immer noch kaputt ist hier oben, warum auch immer. Nicht deswegen mal machen. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Video oder schon mal in meinen 73 Aufnahmen vorher gesagt habe, die ich immer verkackt habe. Dann Final Fantasy 7 Remake für die PS4. Das werde ich mir, das kommt drauf an, das werde ich mir bestimmt holen. Ich habe übrigens hier meinen coolen Wikingerhut, an dem ich die ganze Zeit rumfummel. Das werde ich mir bestimmt irgendwann holen, kommt aber darauf an, was ich in diesem Moment zum Zocken da habe und wie das geldtechnisch halt aussieht. Dann habe ich, das nehme ich erstmal mittendrin, Mirror's Edge Catalyst, quasi Mirror's Edge 2, kommt am 27. Mai. Das kommt auch darauf an, was ich da zum Spielen habe und was das Ding kostet. Vermutlich werde ich es aber noch stornieren. Das war nur so, weil halt, das wurde angekündigt, dann habe ich gedacht, oh komm, stell ich das mal vor. Dann haben wir No Man's Sky. Keine Ahnung, in welchem Leben das dann kommt. Das ist ja auch schon seit mehreren E3s irgendwie immer mal wieder aufgetaucht und man weiß immer noch nicht, wann es rauskommt und was es genau sein soll. Sah auf jeden Fall sehr interessant aus mit diesem ganzen Erkundungskack da mit den Planeten und so, mal sehen. Horizon Zero Dawn bin ich nicht so heiß drauf. Vor allen Dingen, weil Far Cry Primal jetzt halt auch da ist, was ja ein bisschen ähnlich ist. Horizon Zero Dawn hat dann halt Dinosaurier als Roboter. Ist noch nur mal cooler eigentlich, aber na, mal gucken. Und Doom für die PS4, das ist auch so ein Ding, das habe ich vorbestellt, weil ich Bock auf so einen Singleplayer-Shooter hatte in dem Moment. Da habe ich das vorbestellt, ohne zu wissen, wann es kommt, also da sinnlos, aber ich habe es mal drin gelassen. Wäre auch ein potenzieller Let's Play-Kandidat. Muss ich aber auch dann entscheiden, je nachdem, wann es rauskommt und wie ich dann da Bock drauf habe. Final Fantasy 15. Ich möchte Final Fantasy nochmal eine Chance geben. Final Fantasy 7 wird sowieso bestimmt sehr gut, das Remake, aber Final Fantasy 15 war ich sehr skeptisch am Anfang, weil ja dieses Boygroup oder dieses J-Pop-Boyband-Phänomen da aufgegriffen wird, was momentan in Japan und auch mittlerweile hier in Europa und in Deutschland sehr gehypt und vermarktet wird, auch diese Boybands da. Ich krieg das ja immer schon mal mit bei der Freundin vom Lee, die steht ja voll drauf auf diese J-Pop-Boyband-Typen. Und wenn die sich schon mal was liked oder kommentiert, dann sehe ich das bei Facebook immer. Da denke ich mir immer, krass, wie das abgeht momentan. Schlimmer als damals hier NSYNC und Backstreet Boys und wie sie alle hießen. Auf jeden Fall greifen sie bei Final Fantasy 15 ja dieses Prinzip so ein bisschen auf, mit dieser Boyband, mit der man da rumtourt und mit dem man da rumtourt und irgendwie eine coole Geschichte erlebt. Anfang war ich ja skeptisch, weil ich dachte, eine Boyband? Alles klar, okay. Aber es wird ja, warum soll es nicht trotzdem eine coole Geschichte erzählen? Ob ich jetzt mit irgendwelchen Freunden da rumrenne oder Party mitgehen oder ob es einfach eine Band ist, die vielleicht dann halt nochmal irgendwo hinkommt, weil sie dann Auftritt hat. Ich weiß ja nicht, wie das Ganze ablaufen wird. Auf jeden Fall bin ich da doch guter Dinge, dass die da nochmal ein bisschen was rumreißen können. Das Gameplay war nicht so meins, was ich in der Demo gesehen habe beim Lord Avenger, aber werden wir sehen. Ich habe auf jeden Fall vor, Final Fantasy nochmal eine Chance zu geben, nachdem sie es mit 12 und dann 13 bis 13.3 verkackt haben. So, dann haben wir hier noch, was auf jeden Fall kommt und wo auch auf jeden Fall ein Let's Play zu kommen, Uncharted 4. A Thief's End kommt, ist ja wieder verschoben worden, wird ja irgendwie 73 Mal jetzt schon verschoben, sollte ja glaube ich schon längst draußen sein, dann ging es auf Februar, jetzt ist es mittlerweile auf den 27. April verschoben. Muss ich auf jeden Fall haben. Dann, das letzte, was ich jetzt hier noch drin habe, ist dann ein Titel, wo ich eigentlich schon gar keine Hoffnung mehr habe, dass er überhaupt mal rauskommt, nämlich The Legend of Zelda für die Wii U.
Ich glaube fast, dass sie da warten, bis die NX irgendwann draußen ist und dass sie das dann dafür rausbringen und vielleicht noch für die Wii U, wie es damals auch mit Twilight Princess für den GameCube und die Wii war. Dann werde ich mir das Ding aber wahrscheinlich für die neue Konsole direkt kaufen, weil die werde ich bestimmt auch holen. Kommt aber auch darauf an, wann sie rauskommt, zu welchem Zeitpunkt und wie es dann geldtechnisch aussieht. Aber ich vermute schon, dass ich mir da immer ein bisschen Geld zurücklegen werde, dass ich mir die dann kaufen kann. Mal gucken. So, das war's. Dann erstmal, wie gesagt, mit den Let's Plays. Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare und seid nicht direkt abgeschreckt jetzt deswegen. Oh Gott, habe ich schon eine halbe Stunde gelabert. Meine Fresse. Seid nicht abgeschreckt, deswegen guckt es euch einfach mal an. Wenn es euch dann tatsächlich nicht gefällt, wobei es sich ja im Grunde nicht viel ändert, außer dass es ein bisschen mehr Gameplay-Videos von mir gibt, dann ist das halt eben so. Na gut, dann würde ich sagen, Brille richten. Wir sehen uns mit den nächsten Videos. Das Let's Play, das erste, geht am 6. Januar jetzt los. Um 18 Uhr. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal reinguckt und mir dann mal da eure Meinung kundtut. Wie gesagt, die Let's Plays bei mir, das habe ich eben vergessen zu sagen. Es wird bei mir immer das Spiel im Vordergrund stehen, gepaart mit meinem unqualifizierten, aber leidenschaftlichen Kommentar. Ich werde nicht total überdreht, ihr kennt das. Manche Let's Player, die sind ja voll überdreht und schreien nur rum und dass das Mikrofon übersteuert und so eine Scheiße. Das mache ich ja nie. Das werde ich auch weiterhin nicht tun. Ich hoffe, ich kann euch da ein bisschen unterhalten und euch die Spiele schön präsentieren. Das ist so mein Grundgedanke davon. Mit diesen schönen Worten wollte ich mich schon erschießen, verabschiede ich mich dann erstmal wieder. Bis die nächsten Tage. Ihr werdet ja sehen, was jetzt hier so passiert bei mir auf dem Kanal, wie es weitergeht. Auf Wiedersehen.